Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich mir gedacht, da ja doch noch mal so 1, 2, 3 Pakete angekommen sind, nehme ich euch jetzt noch einmal mit beim Auspacken und danach richten wir noch mal hier den Binder ein für den 25.000 Euro Sparplan und den Binder, der noch fehlte für die Spiele. Also mit Spielen und Challenges für die Spartöpfe. Genau, ich hoffe, dass ich das jetzt alles in einem Durchgang schaffe. Ich versuche es einfach mal und lege direkt einmal los. So, dann packen wir das erste Päckchen einmal aus. Genau, ich habe bestellt bei Spaß am Sparen. Und da kam wieder eine richtig süße kleine Überraschung an. Nämlich einmal hier dieses süße... ja, Sparferkel. Das ist richtig niedlich. Das ist eine kleine Postkarte. Und ich finde, das kann man auch lochen und dann hier so als kleines Dashboard einheften. So. Dann gab es ein paar kleine Ostersticker und ein bisschen Frühlings- oder Sommersticker. Das sind ja eher so die Sommer, also die Sonnenblumen da drinne. Die sind auch schön. Dann gab es eine kleine Mini-Danke-Challenge. Die ist auch total niedlich. Mit so kleinen, süßen... die sehen so ein bisschen irisch aus. So kleine Glücks... ja, Elfen sind das. Richtig niedlich. Hier kann man würfeln und dann für jedes Kleeblatt den gewürfelten Betrag sparen. Und hier ist auch noch gleich der Tracker mit bei. Richtig süß. Also hier steht es auch nochmal. Würfel mit einem Würfel deiner Wahl, trage die Augenzahl in die Kleeblätter ein und spare die jeweiligen Summen. Ja, richtig hübsch. Passt richtig gut so zum Frühlingsanfang. So, dann gab es noch diese Steampunk Spring Mini Challenge. Hier hat man so wieder die Würfel, wo man die Seiten an, also entweder abstreichen oder ausmalen kann. Und hier kann man auch nochmal würfeln. Und hier, dann haben wir auf der Rückseite den Tracker. Auch richtig süß. Richtig süß. So, dann haben wir hier nochmal in der Verpackung eine kleine Tüte. So. Hier ist die Challenge oder das Sparspiel Professor Nerdy Cat. Ich habe eigentlich gedacht, dass es hier so einen hübschen Katzenmagneten dazu gibt. Deswegen bin ich gerade ein bisschen, ja, naja, ist auch in Ordnung. Aber ich hatte extra mich so gefreut auf diesen kleinen Katzenmagnet, aber der war bestimmt limitiert. Der sah nämlich genauso aus wie diese Katze, die hier abgebildet ist. Gut, also hier sieht man auf jeden Fall das Spielfeld und hier ist noch die Anleitung. Wieder ein schönes Sparspiel mit, ich sag mal, kleineren Beträgen und dazu gibt es noch den Tracker. Ne, der ist einseitig bedruckt mit ganz vielen süßen Miezis wieder drauf. Genau, so. Das war die erste Bestellung. Ups. So, dann packe ich das einmal zur Seite. Jetzt kommt die nächste Bestellung. Ich habe bei Sally und Tommy bestellt. Auch wieder was richtig Schönes. So. Genau, hier sieht man schon mal Lose. Und ja, jetzt packe ich erstmal die Tüte aus. Und dann schauen wir erstmal, was da drin ist. So. Hier haben wir als Goodie einen kleinen Platzhalter mit so einer kleinen süßen Miezekatze drauf. Richtig süß. Ich finde, die kann man immer gebrauchen. Und sie sind auch sogar beidseitig bedruckt. Finde ich richtig süß. So, dann habe ich diese schnucklige Katzen-Challenge
Ich fand die beiden so niedlich in der kleinen Decke eingekuschelt. Ja, richtig süß. Und das ist eine Rubbel-Challenge. Genau, und auf der Seite ist der Tracker. Und man kann hier 55 Euro sparen. Richtig hübsch. Schöne Farben. Und eben dieses Motiv fand ich so toll mit den Katzen. Dann habe ich diese süße Schildkröte bestellt. Die fand ich auch total lustig. Erstmal wegen diesem ganzen, also der Druck, ja, es sieht so glitzernd aus. Es ist natürlich nicht glitzernd, aber das Design wirkt so. Und dann auch noch diese schön kräftigen Farben. Ja, und dann eben diese lustige Schildkröte mit der ja, Herzbrille drauf. Das ist richtig hübsch. Ganz niedlich. So, und das ist auf jeden Fall, also hier kann man würfeln und die gewürfelten, oder man nimmt ein Los. Genau, ich glaube, ich hatte mich für die Lose entschieden. Genau. Und hier kann man sogar noch rubbeln. Ne? Und auf der Rückseite sind hier auch noch die Felder, um alles einzutragen. Ja. So. Die nächste Challenge, die fand ich auch so schön. Ich bin jetzt im Moment auch ein Fan davon, von diesen Sticker-Challenges. Die finde ich auch total süß. Und das ist eine davon. Die heißt Sternenhimmel. Und dann kann man hier drumherum die Sterne aufkleben. Ja, man kann hier festlegen, also welchen Wert ein Stern haben soll. Ja, man könnte es vielleicht auch noch mit den Farben bestimmen, aber ja, ich denke, ich würde das so machen, dass ich einen Wert pro Stern festsetzen werde. Genau. Und hier auf der Rückseite ist dann wieder der Tracker. Und ich fand das auch so schön. Also ich mag alles, auch wo ein Regenbogen drauf ist. Irgendwie, weiß ich nicht, hat ein Regenbogen sowas Farbenfrohes und Positives. Genau, und wenn da noch die Glitzersterne da drauf sind, ist es richtig, richtig schön. Ja, also das macht Spaß. Da freue ich mich schon. Genau, das war schon mal eine Sticker-Challenge. Ich packe das erstmal zur Seite. So, dann hatte ich mich... Genau, für diese Challenge noch entschieden. Das ist auch eine mit Losen. Wolkenlos heißt sie. Und da ist auch wieder so ein kleines Fabelwesen und eben ein wunderschöner Regenbogen. Hier trägt man dann immer den Wert des Loses ein. Genau. Und hier sieht man noch einmal, ja, das Deckblatt. Richtig schön. Achso, und hier kann man bei den Wolken, da trägt man die Lose ein. Und hier trackt man alles. Genau, so ist das. Ne? Ja. So. Dann gab es noch diese hübsche, ja, Wichtel, Osterwichtelkarte. Das ist auch eine Postkarte. Ja, die finde ich auch richtig schön. Richtig niedlich zwischen den Ostereiern und auch diese pastelligen Farben. Ganz hübsch. Und dieses, ja, das ist ja nicht wirklich so ein Mintgrün, sondern... eher so ein dezentes Salbeigrün. Ja, finde ich richtig schick. So, und dann hatte ich mich noch für das Sparspiel entschieden. Hokus Brokus. Hier fand ich auch die Farben ganz toll. Das ist einmal das Dashboard. Und hier haben wir das Spielfeld. Und auf der Rückseite ist die Anleitung. Ja. Dazu gibt es auch noch mal zwei beidseitig bedruckte Tracker. Und was ich auch richtig süß fand, den kleinen Spielstein oder ja, Magneten. Das ist nämlich so ein ganz kleiner süßer Bonbon. Richtig niedlich. Ja. Genau. Und dann gab es noch diesen hübschen Würfel dazu in der passenden Farbe. Schönes, ja, Flieder. Oder lila, ganz hübsch. So, genau. Das war meine Bestellung bei Sally und Tommy. Und hier ist noch irgendwas drin. Genau, hier ist noch die, ja, eine Werbekarte von Sensi.
Genau, das war's. Jetzt ist die Tüte leer. So, dann komme ich zu meiner nächsten Bestellung. Die fand ich auch so schön. Und wie das auch wieder verpackt ist mit rosa oder pinken Seidenpapier. Ganz hübsch. Und hier ist einmal die, ja, die Karte. Und ich habe bestellt bei Evos Handmade World. Den Shop hatte ich jetzt auch vor kurzem entdeckt und sie hat ganz viele tolle, schöne Sachen. Also da konnte ich mich gar nicht entscheiden. Und hier sieht man schon direkt. Das ist wieder so eine schöne Sticker-Challenge mit wunderschönen, glitzernden Herzstickern. Ich pack die mal aus. So. Genau. Anna und Tim auf dem Weg zum Ja-Wort. Mhm. Genau. Die ist also einlaminiert. Hier kann man dann die Aufkleber aufkleben. Und ich denke, man kann sie dann auch wieder gut ablösen und immer wieder neu aufkleben oder andere Aufkleber auch aufkleben. Und hier hat man dann noch ein Budget-Sheet. Da muss man dann nochmal festlegen, für jedes Herz, welchen Wert man sparen möchte. Genau, finde ich richtig toll. Das gefällt mir richtig gut. So, und hier sind nochmal die Aufkleber. Ganz fein, hübsch und glitzernd. So, dann habe ich hier, oh, das fand ich auch total ja, spannend und einfallsreich. Das ist ein ganz tolles Sparspiel, auch wieder richtig farbenfroh. Ich pack das erstmal aus. So, genau, und es heißt Dark Wings und Sweet Wings. Und man sieht schon, was das für kräftige Farben sind. Richtig schön. Es wurde einlaminiert. Das ist einmal das Deckblatt oder das Dashboard. Dann haben wir hier den Tracker, beidseitig bedruckt. Und dann haben wir hier das Spielfeld. Richtig toll. Und das ist, die Besonderheit ist, dass man beide Seiten bespielen kann und hier eine Anleitung extra hat. Mhm. Und wenn man auf ein bestimmtes Feld kommt, genau, ich muss mal schauen, genau, das wäre dann hier diese grüne Fee und auf der Seite genauso, dann muss man das Spielfeld umdrehen. Genau. Und dann geht man halt da weiter. Finde ich richtig gut. Ganz toll. Und auch so das Design richtig hübsch. Ja. So, dazu gab es dann noch einen farblich passenden Würfel. Einen schwarz. Und irgendeinen Magnet als Spielfigur. Ups. Jetzt ist er wieder davon gehüpft. So, ja, das geht immer schnell, dass die Magnete auf einmal verschwinden. Ich werde das mal direkt wieder einpacken. Auf jeden Fall ein wunderschönes Spiel. Richtig gute Idee und auch das mit dem, mit den zwei Spielfeldern. Das ist sehr, sehr abwechslungsreich. Genau. So. Und da ja auch dort so kleine Pillen abgebildet waren, gab es die noch dazu, wo man dann so kleine Lose zieht. Ja, die sind hier auch hübsch verpackt in Blau und in Rot. Ja, sehr schön. So, dann packen wir mal weiter aus. Was war hier drin? Mhm. Die Tüte ist leer. Gut. Ja, hier hat man nochmal eine kleine Dankeskarte von Evos Handcraft World. Und sie ist auch zu finden auf TikTok, Instagram und YouTube. Und dazu gab es noch so einen kleinen Stern als Glitzeraufkleber und so einen kleinen Punkt. Ja, da muss ich mal gucken, wo der hingehört. Das kann sein, dass es so eine Bonuskarte ist, aber
Ich habe jetzt gar keine dabei. Naja, muss ich gleich mal gucken. Und es gab noch so einen hübschen Paperclip in Gold. Auch ganz hübsch. So. Ja, da muss ich noch mal gucken. Bestimmt, ich habe ja dort zweimal bestellt. Die Bonuskarte ist bestimmt in dem zweiten Paket. So, und das ist hier noch mal so eine Dankes-Challenge als Goodie, was sie reingepackt hat. Ja, wo man wieder die Würfel ausmalen kann und insgesamt 61 Euro sparen kann. Finde ich richtig gut. Ja, richtig toll. So, gut, das Paket ist leer. Und dann machen wir direkt das zweite Paket von ihr auf. Da sind auch ganz viele hübsche Sachen drin. So, hier ist wieder die Karte. Und dann schauen wir mal. Hier sind schon mal Lose. So, ich packe erstmal das aus. Das ist wieder eine Sticker-Challenge. Auch eine klasse Idee. Und sie heißt die Diamantenjagd. Da ist wieder das Spielfeld, sag ich mal, einlaminiert. Und dazu gibt es ein Budget-Sheet, wo man wieder festlegt, was jeder Diamant, welchen Wert er hat. Und hier sind die wunderschönen Aufkleber. Die Diamanten. Finde ich richtig schön. Und wie sie funkeln auch. Ganz toll. Da freue ich mich schon. Ich liebe ja solche Challenges. Das sind jetzt auch so, sag mal, die ersten. Aber die sind toll. Also alleine schon der andere. So. Jetzt haben wir hier die 26-Wochen-Challenge. Das gab es als Goodie dazu. Ein Kleinformat, also eine Mini-Challenge. So, dann haben wir hier wieder die Karte vom Shop als Danke für die Bestellung. Und, hier sind wir jetzt dabei angekommen. Also hier haben wir erstmal den Aufkleber nochmal als Goodie. Und hier gibt es die kleine Treuekarte. Hier ist die Treuekarte, wo man die kleinen Aufkleber aufklebt. Und dann steht hier, du bekommst bei jeder Bestellung ein Sticker. Und wenn alle voll sind, ist dein 11. Einkauf 40% günstiger. Ja, finde ich richtig gut, so eine Bonuskarte. Bevor die wegkommen, werde ich mir die direkt mal aufkleben. So, das ist der erste. Und den werde ich mir auch gleich aufkleben. So. Gut, dann haben wir das. Ja, dann gab es noch so einen kleinen Paperclip wieder dazu. In Herzform. Dann wieder eine kleine Dankes-Challenge mit Erdbeeren. Vorhin waren das ja Kirschen. Und jetzt sind es Erdbeeren. Auch richtig süß zum Rubbeln. Ja, und dann habe ich mir diese hübsche Challenge bestellt. Die fand ich so niedlich. Das ist auch eine Rubbel-Challenge. Dann kann man dort auch abstreichen. Genau. Und ich denke, man kann auch hier für jeden Lolli einmal würfeln. Ne? Auch ganz toll. Und auf der Rückseite haben wir wieder den Tracker. So. Dann habe ich hier so eine Klappkarte. Magic Market. Hier kann man 130 Euro sparen. Und die fand ich auch schön, weil man hier auch wieder die Werte abstreichen kann. Und rubbeln kann. Und auf der Rückseite ist wieder der Spartracker. So. Und dann habe ich mir diese zwei Karten noch bestellt. Ich fand die so einzigartig. Das sind nämlich so große Viererklappkarten. Und dann auch noch die Farben. Die heißt Rainbow Frog. Und man kann hier, ja, das ist, Würfelbingo spielen. Dann kann man hier rubbeln. Auf der Seite Lose ziehen. Oder auch, genau, Lose. So, hier haben wir oben den Tracker auf beiden Seiten. Dann haben wir hier die Werte zum Abstreichen. Und hier nochmal was zum Würfeln.
Finde ich richtig cool. Richtig schick. Auch die Farben, die Motive mit dem Frosch. Ganz toll. So, hier zeige ich sie euch noch einmal. Genau, eine wirklich klasse Idee ist das. So, die gab es einmal. Und dann gab es die nochmal mit diesem süßen Eichhörnchen. Das ist auch eine Vierer-Klappkarte. Genau, die mache ich jetzt auch einmal auf. Also oben haben wir wieder die Tracker. Und hier unten kann man rubbeln. Dann kann man hier würfeln. Oben wieder abstreichen. Und hier unten ist ein Sudoku-Spiel und rubbeln. Und hier kann man wieder Lose ziehen. Ja, richtig schön. Ganz tolle Farben. Eine Farbenpracht ist das also wirklich. Hier sieht man die Lose. Also die Lose sind dann hierfür, das ist dann für die Lollis. Ne? Da würfelt man doch nicht, da sind die Lose für gedacht. Und ja, ich denke, die roten sind für Skrillz in Love. Und die grünen für den Rainbow Frog. Ja, richtig toll. Ja, das war's. Das war meine Bestellung. Die haben wir jetzt erstmal alle ausgepackt. Und nun habe ich mir gedacht, dass ich wenigstens schon mal eine kleine Auswahl treffe, was ich hier in meine Binder einheften möchte. Das packe ich mal zur Seite. So. Genau. Sticker kommt dahin. So. Und dann würde ich ja, hier mit meinen Spartöpfen erstmal anfangen, welche ich mir da vorstellen könnte. Und hier habe ich auch nochmal meine Kiste. Und auf jeden Fall würde ich dort genau diese Challenge einheften. Die muss ich mir nachher in Ruhe mal zurechtschneiden, dass ich die in ein Zipperbag packen kann, zusammen mit dem Budget Sheet. So, auf jeden Fall kommt das schon mal hier rein. Und was nehme ich noch? Ich denke, ich werde diese Rubbel-Challenge noch dort einsortieren. Und letztes Mal hatte ich ja auch so viel ausgepackt. Dann werde ich nochmal hier schauen. Die werde ich, glaube ich, auch, die habe ich ja letztes Mal gezeigt. Die waren auch ganz hübsch anzusehen. Ich glaube, den Spardomino-Fuchs werde ich noch einsortieren. Und das Spiel mit den magischen Tränken. Das kann auch ruhig ein bisschen, ja, zeitintensiver sein. So. Genau, was nehme ich noch? Ich denke, die werde ich noch einsortieren. Das ist der Paul Panda, wo man 2 Euro pro Seifenblase spart. Und diese Mandala Challenge werde ich auch noch einsortieren. So, dann habe ich das. Genau. Ich glaube, das reicht erstmal. Oder nee, ich werde noch diese hier einsortieren. Die ist auch süß und die passt da auch sehr gut rein. Dann habe ich das schon mal. Und dann werde ich für diesen 25.000 Euro Sparplan mir noch was aussuchen. Also auf jeden Fall die Sticker-Challenge und dann dieses schöne Sparspiel mit den Dark Wings. Genau das. Und dann werde ich nochmal gucken. Ich möchte auf jeden Fall so eine Klappkarte hier rein haben. Und ich glaube, die mit den
Frosch passt hier auch richtig gut. Rainbow Frog. Und dann werde ich noch einmal schauen. Ich werde auch das magische Eulenreich einsortieren. Oder? Nämlich diese Karte. Ja, das ist einfach zu viel Auswahl. Nee, die lasse ich erstmal. Ich glaube, ich werde das magische Eulenreich einsortieren. Genau, das hatte ich ja von Millionore bestellt. Und da ist auch richtig viel los, auch wieder mit Aufkleber, Abstreichen. Genau, die werde ich dort auch einsortieren. Dann habe ich 1, 2, 3, 4 und 1 noch. 5 Mal möchte ich immer ungefähr drin haben. Dann werde ich nochmal schauen, was ich da noch nehme. Ich denke, ich werde diese schöne Klappkarte auch einsortieren. Da sind auch wieder Beträge zum Abstreichen, zum Rubbeln, denn für jeden Schuh 5 Euro einzuplanen oder einzusparen. Genau. Ja, die hatte ich auch bei Millionore bestellt. Und ich finde, die passt hier auch gut rein. Genau, dann habe ich hier auch 5 Sachen. Okay. Und ich glaube, diese hübsche Libellenkarte, die packe ich mir noch in mein Binder für die Spartöpfe. Ja, ne, die ist auch wunderschön. So. Dann habe ich mir das schon mal zurecht sortiert. Gut, jetzt muss ich noch mal schauen. Ja, ich glaube, das reicht erstmal. Und dann geht es jetzt ans Einheften. Ich muss mal schauen. Da brauche ich wieder ein paar Hüllen. Ich habe hier nämlich von meinem Binder hier noch ein paar neue Hüllen zugeschickt bekommen. Die gab es oben drauf. Zack. So. Und dann werde ich mir hier mal die Challenge einsortieren, die Klappkarte. So. Ja, also die Hüllen muss ich auch nochmal bearbeiten. Ich glaube, ich werde diese kleinen Stopper alle abmachen, damit der Binder auch nicht so dick ist. Aber dann muss ich da auch noch Klebestreifen erstmal zurechtkleben. Genau. So, aber jetzt reicht das erstmal so zum Einheften. So, dann nehme ich diese Hülle. Ja, die sind ein bisschen zerknittert. Ich weiß nicht, nehmt ihr auch mal gerne die Hüllen, die dann zum Binder dazu geliefert werden, oder bestellt ihr extra? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Also die ist wirklich sehr knittrig. So, ich packe erstmal die Lose hier rein. Und dann habe ich hier noch das Spiel. Das werde ich auch mal auspacken. Der Würfel kommt in die Sammlung. In die Würfelsammlung. So. Dann packe ich hier den Tracker schon mal rein. Ja, ich denke, ich werde noch mal ein paar Hüllen nachbestellen müssen. Irgendwie sind die auch alle ein bisschen klein. So, da ist gerade ein Würfel runtergeworfen. Ich hol das. Warte. So, ich habe ihn schon. Zack. So, dann kommt hier nochmal das Dashboard rein. Das Spielfeld und die Anleitung werden ja so eingeheftet. Genau, und dann mache ich noch hier vorne den Spielstein. Packe ich da rein. So, geht zu, das ist gut. So, und jetzt habe ich noch hier diese schöne Challenge. Da muss ich mir mal die Aufkleber zurechtschneiden. Und hier kommt auf jeden Fall der Tracker rein. Und nachher eben die Aufkleber.
Die werde ich mir nochmal zurechtschneiden. So, dann haben wir das. So, und dann werde ich das mal schnell einheften. Damit mir das nicht mehr durcheinander gewirbelt wird. So. Zack. Hier werde ich vielleicht sogar nochmal die Ecken abrunden. Die sind hier ganz schön spitz. Hier auch. Nochmal gucken. Ich überlege noch. Dann kommt das Spiel, die Anleitung und das Spielfeld. Und dann packe ich mir hier nochmal die Klappkarten rein. Hier noch eine. Und dann kommt noch die mit dem Frosch. So, und jetzt merkt man, es ist schon ziemlich eng. So, aber er geht noch, naja, er geht gerade so zu. Vielleicht muss ich auch noch mal gucken. Also die Lose werde ich dann auf jeden Fall erstmal noch mal beschriften, die Tüte, und dann kommt die in meine Sammelbox. Und die Aufkleber, die werde ich auch noch mal durchschneiden. So, dann haben wir den schon mal fertig. Und dann müssen wir das hier noch mal alles einheften. So. Ja, da geht der Spaß schon wieder von vorne los. So, eine Hülle. Und dann kommt hier wieder der Tracker rein. Die Aufkleber muss ich wieder zurechtschneiden. So, das kann man so einheften. Und hier ist ja auch gleich... Ach nee, hier ist kein Tracker. Da muss ich nochmal schauen. Entweder gab es da keinen zu oder... Ja, den muss ich selber da reinlegen. Genau, aber hier gibt es trotzdem eine Hülle, damit ich dort das Geld reinlegen kann. Und jetzt geht es hier weiter. Rainbow Bunny bekommt auch eine Hülle. Na, ich hoffe, das reicht jetzt noch. Dann die Mandala Challenge bekommt eine Hülle. Und der süße Paul Panda bekommt auch eine Hülle. So, dann habe ich das schon mal hier gut verpackt. Und dann habe ich noch, ja, zwei Hüllen habe ich noch. Und dann muss ich mich nochmal entscheiden. Nämlich die für das Spiel und für den Fuchs. Ja, sonst, ich überlege noch, werde ich erstmal den Fuchs einsortieren und die Dankes-Challenge kommt erstmal wieder in die Sammlung. So, sonst habe ich nachher viel zu viel. Zack. Und ich hoffe ja, dass ich die auch schnell durchspiele. Also ich möchte auf jeden Fall jede Challenge, ja, fertig spielen. Nicht abbrechen und wieder neue einsortieren. Also mein Ziel ist es wirklich, dass ich die so erreiche und dann in die Töpfe oder eben in den Sparplan reinpacken kann. Und dann tauschen wir immer nach und nach die Spiele und Challenges aus. So hatte ich mir das gedacht. So, dann kommt hier noch die ganzen Kärtchen für die magische Reise rein. Das ist auch wunderschön. Also da freue ich mich schon. Ein tolles Spiel. So, dann noch der Spielmagnet. Und die Lose packe ich auch schon mal rein. Ja, also das ist wirklich eine Hülle. Die scheint mir irgendwie klein zu sein. Sonst waren die immer großzügiger. Es war einfacher. Na gut, aber wir schauen einmal. So, den hatte ich ja schon fertig. Jetzt wird das alles hier einsortiert. So, dann kommt als erstes der Sienna Fuchs. Dann die Mandala Challenge. Dann werde ich Paul Panda einsortieren. So, dann Rainbow Bunny. Dann ja, werde ich die Libella einsortieren und das Spiel
Genau, hier mit den Stickern. Die Klebe-Challenge. So, und dann kommt das tolle Spiel, die magische Reise. Genau, die habe ich bei Tami dieser Budget gefunden. Ganz tolles Spiel. Also wenn ihr noch mal wissen wollt, wo ich die Spiele alle her habe und die Challenges, fragt mich gerne noch mal in den Kommentaren. Und ansonsten habe ich es ja bei den Vorstellungsvideos immer gesagt. So, gut. Dann haben wir den Binder auch voll. Ja, ich kann es ja noch einmal durchblättern mit euch. Also, das ist der Binder für Spiele und Challenges. Für die Spartöpfe. Und hier haben wir dann erstmal die magische Reise. Genau. Die Lose, die kommen ja da wieder raus. Aber erstmal, dass ich es nicht durcheinander bringe. So, dann Anna und Tim auf dem Weg zum Ja-Wort. Mit den Stickern. Dann Libella, die wunderschöne Challenge. Dann kommt die Challenge Rainbow Bunny. Dann Paul Panda. Die Mandala Challenge. Und die Spar Domino Challenge Sienna Fuchs. Ja. So, mache ich den erstmal zu. Und den gehen wir auch noch einmal durch. Genau, also die Aufkleber werden zurechtgeschnibbelt. So, also Rainbow Frog. Dann das magische Eulenreich. Dreamland Spar Challenge. Dann das Sparspiel Sweet Wings. Und Dark Wings mit beidseitigen Spielfeldern. Und dann kommt die Diamantenjagd, ne, wo hier die Aufkleber zugehören. Ja, gut, so, dann haben wir das schon mal eingerichtet. Jetzt bin ich schon mal einen ganz, ganz großen Schritt weiter vorausgekommen. Ich habe euch jetzt alle meine Bestellungen gezeigt. Und es gibt auch noch ein Update. Ich hatte ja in meinem einen Video euch erzählt, dass ich auf die Bonuszahlung von meiner Krankenkasse warte. Und die ist nur noch auch eingetroffen. Also da gab es 140 Euro. Die werde ich auf jeden Fall auch nochmal mit euch verteilen. Genau, also es geht jetzt los mit Sparspielen und mit den Verteilen für die der Bonuszahlung. Wir werden die Spartöpfe befüllen und eben auch den 25.000 Euro Sparplan. Genau, also die Videos folgen. Das war erstmal für mich das Wichtigste, dass wir das erledigt haben. Ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten lasst gerne einen Daumen da oder ein Abo. Und dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!